2005 ist, das ist glaube ich die Story von einer Sängerin, glaube ich, Nana. Und ein Jahr drauf hat es dann auch noch ein zweiter davon gegeben. Ich weiß nicht, da gibt es glaube ich ein Manga. Das ist eher was für die weibliche Generation. Also nicht für mich. Dann etwas sehr Lustiges, wovon es irrsinnig viele Cameos in diversen Serien gibt. Inklusive School Rumble. Und zwar das ist das Initial D, ist eine Rennfahrer-Story. Es gibt diverse Cameos mit dem Auto, also das taucht in so viele kleinen Szenen auf, als Eye Candy quasi. Boah. Dann Lovely Complex zum Beispiel 2006. Love Story mit diversen Größenverhältnissen, also er ist sehr klein, sie ist extrem groß. Für japanische Verhältnisse halt eben. Und wie halt die beiden zusammenkommen und so. Ist eine sehr liebe Geschichte. Die Animation, die Anima, der, der Anime ist wirklich sehr gut. Vor allem vom Zeichenstil ein bisschen ungewöhnlich. Aber sehr gut zum Anschauen. Vor allem die ganzen Konflikte und so weiter. Und die ganzen Charaktere. Sehr leidenschaftlich gemacht. Und eine sehr, sehr bodenständige Story halt eben. Nicht zu übertrieben. Also nichts wirklich. Ja, dann eben noch, ja, eben die zweite Auflage von Nana. Keine Ahnung, mit Mifrung. Und Bugmaster. Ich weiß, ich habe davon einmal eine Folge gesehen und ich habe keine Ahnung mehr, warum das geht. Das ist so ähnlich wie früher die Kung-Fu-Serien waren, falls die jemand noch kennt. In der Richtung, also nicht wirklich so fightmäßig, sondern wirklich einfach nur so, ich werde dir helfen und so. Okay, dann 2006 dann hat. Ich habe den Manga niemals angesehen und bei uns gibt es den glaube ich gar nicht einmal. Ist Boy Meets Ghost. Ich hab da fast nichts davon gefunden, witzigerweise. Es gibt bei uns hier keine Veröffentlichung für das. Aber was heißt es bei uns anders? Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir so Love Stories. Oh ja, 2006. Das war, ja. Du wirst eine Lücke nennen, ich habe keine Ahnung, was das war. Dann macht es wieder einen 2-Jahres-Sprung auf 2008. Ah, warte, nein, da war's. Ah. Sakuran. Das ist wieder so wirklich stilistische Frau mit Rache gelösten, kann man fast schon sagen. Ich will da nicht zu viel sagen, ich hab davon nur, ob davon nur leider noch, ob der Film noch nicht. Ich werde mir aber sicher sehr bald einmal holen. Also. Basiert auch auf einem Manga aus den 80er. Okay, dann haben wir noch, dann fangen die Schmerzen an mit 2006, Ende 2006. Mit der ersten Live-Action-Produktion von Death Note. Oh, wann wird das dieses schreckliche Machwerk der menschlichen Verzweiflung endlich mal in Ruhe lassen? Also in 2006 hat es zwei davon gegeben. Erst einmal Death Note, nur Death Note hat geheißen. Dann, mal ein halbes Jahr später, glaube ich, hat es dann Death Note The Last Name gegeben. Und dann 2008 hat es dann den ersten, der insgesamt drei, und wenn ich mir jetzt nicht irre, dann noch einen vierten geben, L-basierten Filme. Und 2008 war derjenige, was Carson Change the World. Ich kann nicht einmal sagen, wie sehr ich diesen Scheißtrick hasse. Und das sind die drei Sachen, was ich wirklich nicht mag. Jeden das seine, mir nicht. Und 2007 war eigentlich ein recht ruhiges Jahr, witzigerweise. Mein Boys Overflowers? Keine Ahnung. Das ist ja eine Liste drin, ich habe aber wieder keine Bilder dazu gefunden. Oh ja, und dann 2008 hat es auch ein paar recht gute gegeben. Detroit Metal City. Also. Für jeden Hardcore-Mettler ist das halt ein Muss, wenn er Anime ist. Also gerade vor der voll schon wirklich fast schon kissbasierter Mettler-Typ, also Hardcore mit Schminke und allem. Und dazu sei nicht ganz so Metal-Sohn. Schaut es euch an. Darf ich das live dazu geben? 2008. Ohne Schmerz. Ich hätte selber nicht gedacht. Ich hab's erst, glaube ich, vor einer Stunde oder so gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es das gibt überhaupt. Bei uns ist es nie aufgetaucht. Also ich hab's zumindest nicht gesehen. Dann 2008, oh ja. Oh, Shrill Crisis of the Summer. Ich konnte den japanischen Titel nicht aussprechen, keine Ahnung, wie das geht. Ist 2008 erschienen.
das ist. Oh! Und ich glaube kaum, dass keiner von jeweils nicht der Anime oder Live-Adaption hier bei uns in Europa erhältlich sind. Aber das ist. Boah, das. Ich hab den Anime gesehen und ich mach mal. Die Szene mit kleines Mädchen mit langen bläulichen Haaren. Knuffig mit einem irrsinnigen Grinsen drauf, also wirklich so richtig Psycho, haltet ein Fleischermesser gegen die Wand und rammt ihren Kopf gegen das Messer. Und zwar nicht einfach nur ein bisschen, sondern wirklich Großteil davon schon im Schädel und locht. Und ihr macht, okay, ich schalte jetzt aus, schieb das zur Seite und tu einfach so, als wenn ihr das niemals gesehen hättet. Ich meine, es gibt diverse Fans in meinem Bekanntenkreis und da auch gehört man sicher auf vier an sich über den Schädel hauen, wenn ich das jetzt sage, aber ehrlich gesagt, das ist nicht mein Geschmack. Ehrlich, jedem das seine, aber das ist nicht meins. Nicht mehr meins. Das hat mich irgendwie verschreckt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es nicht mehr meins. Ich habe die Story nicht ganz kapiert, ich habe nicht alles angeschaut und das ist. Schaut es euch an, wenn ihr es riskieren wollt, wenn ihr es findet. Oh, ja, und dann eben Evolution, Dragon Ball. Weg. Was auch 2001 gekommen ist, ist die Live-Adaption zu Blood, The Last Vampire. Also quasi der lange Film zum kurzen Film zur Serie. Also, Mangas kann man sich anschauen. Der Originalfilm ist es in das Geld ausgegangen für den Original-Animationsfilm. Deswegen ist der nicht einmal eine halbe Stunde lang, knapp eine halbe Stunde oder so. Es wird genau eine halbe Stunde sein, glaube ich. Und dann haben sie eine Serie rausgebracht in einer Live-Adaption. Und muss sagen, nicht schlecht. Nicht schlecht. Und ab dann wird es ein bisschen. Weil irgendein 2008 hat es dann auch noch eine Umsetzung gegeben, es hat noch so viel gegeben, dass das erste Serie habe ich irgendwie ein bisschen Probleme gekriegt, das Ganze zum Ordnen, weil ich weiß noch, in 2008, glaube ich, oder 2009 was, hat es eine Live-Adaption gegeben zu Magister Negi Magi. Und viel Spaß beim Suchen, ob ihr davon was noch im Internet findet. Weil ich weiß, als es rausgekommen ist, habe ich mal die Folgen einzeln aus irgendwelchen Ecken der Welt pflücken müssen. Jetzt momentan findest du nichts mehr davon. Du findest fast keine Bilder mehr davon. Echt fast gar keine. Da gibt's mal einen. Magister Negi Magi Live-Action. Man findet ein paar Bilder, aber nicht mehr viel. Nicht einmal meine Website ist online anscheinend. Weil ich war vorher, weil das meiste habe ich von dort. Wenn man Japanisch kann, ist es einigermaßen okay. Man braucht ein gutes Übersetzungsprogramm. Aber viel Spaß mehr finden. Das war 2008. Und es sind so viele, was da waren und dann verschwunden sind. Weil es war eine ganze Serie, eine 26-teilige. Und die war da, war gut, war echt ein Haufen Aufwand betrieben und war dann weg. Und das ist bei einigen so. Weil ich habe keine Ahnung, ob sie jemals Monster jemals produziert haben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, ob sie wirklich einmal geplant haben gehabt, Full Metal Panic was zu machen. Weil das hat ein Release-Termin für nächstes Jahr, aber man findet nichts. Genauso wie von Bubblegum Crisis und Gott sei Dank auch nicht vom zweiten Teil von Dragon. Also Reborn ist Gott sei Dank gecancelt worden. Und als ob dem Jahr hier sind, also ab 2010, ist leider rein theoretisch, weil da hört man zwar alle Ritter mal ein paar Bemerkungen, aber wirklich Ja und Nein sagen tut keiner. Weil Ghost in the Shell war schon seit Mitte der 90er Jahre das erste Mal eine Adaption geplant, dann hat es geheißen, ja, dafür mal die Matrix gehabt. Von mir aus, ja, von Cowboy Bebop ist seit 2-3 Jahren die Rede, dass er mal gemacht wird. Von Akira Rainmeier ist gar nicht mehr, weil irgendwann wird es witzlos darüber zu reden, wie oft schon einer dazu gesagt hat, wer alles da in dem Film und was für eine Casting-Geschichten sie schon gehabt haben. Und dann ist immer noch kein einziges Wort für Jahre danach. Von Battle Angel, also George Cameron. Ich hoffe, er macht's nicht. Weil so viel Scheiße, wie der momentan produziert und jeder, was Avatar macht, gehört normalerweise kastriert. Ehrlich.
Und ob dann ist eh mehr alles mehr so obskures Zeug, weil bitte, wer glaubt wirklich noch, dass eine Live-Adaption von Neon Genesis Evangelion machen? Ich nicht. So, und das war jetzt einmal in groben Umkrisen, alles was ich jetzt in zwei Tagen gefunden habe an Live-Adaptionen. Füllt die Listen auf, sag's mir noch eine, was ich heute noch gefunden habe, vielleicht kenne ich sie nicht. Okay. Oh, das war jetzt ein Gefühl. Oh, jetzt habe ich Kopf. Und was mache ich jetzt als nächstes? Oh!